Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, es ist für mich eine etwas ungewohnte Situation, euch auf diesem Weg zu begegnen, mit euch zu sprechen. Aber ich bin Gott auch extrem dankbar dafür, dass wir diese Möglichkeiten haben und so trotzdem Kontakt halten können. Wir hoffen, dass die meisten von euch unser Statement bekommen haben, unser Statement zum Umgang mit der aktuellen Situation. Die Entscheidung, alle Gemeindeveranstaltungen erstmal ausfallen zu lassen, bis auf Weiteres, fiel uns nicht leicht. Aber wir haben nach Abwägung und gemeinsamem Gebet uns dazu entschieden, dass wir so aus unserer Verantwortung vor Gott, der Gemeinde und unserer Regierung gegenüber handeln sollten. Und wir wollen die Möglichkeiten, die Gott uns geschenkt hat, nutzen, um in dieser Zeit trotzdem den Kontakt zu euch zu halten. Wir werden in den nächsten Sonntagen auf unserer Homepage einen Link zur Verfügung stellen, wo wir dann Gottesdienste per Livestream übertragen werden und hoffen so, dass ihr dadurch auch Segen und Erbauung erfahrt. Wir wollen euch ganz persönlich ermutigen, die Zeit, wo wir jetzt keine Gottesdienste haben, zu nutzen, um euch selbst und eure Familien zu stärken, indem ihr gemeinsam betet, Gottes Wort lest. Lasst uns darauf hoffen und dafür beten, vor allen Dingen auch, dass Gott die Ausbreitung des Virus stoppt und wir bald wieder gemeinsam hier in unserem Gemeindezentrum Gottesdienste feiern können. Und ich freue mich jetzt schon sehr darauf, euch dann alle wieder zu sehen. Wir haben uns als Pastoren und Älteste überlegt, jetzt unsere Predigtreihe erstmal zu unterbrechen und das, um einfach ein paar Texte uns anzuschauen, die auch in diese jetzige Situation hineinsprechen. Und ich will heute mit euch gemeinsam einen Text anschauen, der große Relevanz für uns hat. Und das ist ein Text aus Offenbarung, aus dem Buch der Offenbarung, den wir uns schon mal vor einiger Zeit angesehen haben. Es war an Ostern. Und ich denke, dass dieser Text auch jetzt gut reinpasst. Und ich möchte ihn einmal lesen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie doch auf. Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Offenbarung 1, die Verse 9 bis 20. Dort heißt es: Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist, und ich hörte hinter mir eine laute Stimme wie von einer Posaune, die sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Gemeinden, nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete, und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und die Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird, was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meinem Rechten gesehen hast, und die sieben im goldenen Leuchter betrifft. Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden. Und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Das ist Gottes lebendiges Wort. Und ich hoffe, dass Gottes Wort uns heute Trost, Hoffnung und Mut gibt, dass er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreibt. Viele von uns kennen Martin Luther als jemand, der sehr mutig und furchtlos war. Als Mann Gottes, der für das Wort Gottes aufgestanden ist. Aber man glaubt gar nicht, dass Martin Luther auch jemand war, der sehr oft mit Entmutigung und Angst zu kämpfen hatte. Er wurde verfolgt, sein Leben war bedroht an vielen Stellen. Und so hatte er sehr oft mit Angst und mit Zweifeln zu kämpfen. Aber was ihm in dieser ganzen Herausforderung immer wieder Kraft und Hoffnung gab, war sein Glaube an die leibhaftige Auferstehung Jesu. Und so lesen wir an einer Stelle, wie er schreibt: Jesus lebt, und würde er nicht leben, würde ich auch keine Stunde länger mehr leben wollen. Aber wenn er lebt, dann habe ich Grund zu glauben,
zu hoffen und alle Angst hinter mir zu lassen. Ja, der Glaube an die Auferstehung Jesu war für Martin Luther nicht einfach nur ein theologischer Artikel. Es war nicht einfach nur ein theologisches Dogma. Es war die Grundlage für seine Hoffnung, für die Hoffnung seines gesamten Lebens. Ja, dass Jesus wirklich lebt, dass er auferstanden ist, ändert alles für dich und mich. Es ist eine Realität, die alles entscheidend ist. Und ich will deshalb heute mit euch darüber sprechen, wie die Realität, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist und jetzt in diesem Moment lebt und regiert, alles verändert. Auch wie wir mit den Herausforderungen der Gegenwart umgehen, ob auf persönlicher oder gesellschaftlicher Ebene. Und es gibt aus meiner Sicht kaum einen Text, der in unsere aktuelle Situation so gut passt wie den ich gerade uns vorgelesen habe aus Offenbarung 1. Es ist ein Text, der uns den auferstandenen Christus in all seiner Herrlichkeit zeigt. Und er zeigt uns nicht nur, dass Christus lebt, sondern auch, was das für dein und mein Leben bedeutet. Was das für die herausfordernden Zeiten unseres Lebens bedeutet. Und wir sehen hier zwei Dinge. Zum einen eine aufreibende Realität und zum anderen ermutigende Herrlichkeit. Und das Erste, was wir sehen, ist eben aufreibende Realität. Ja, vor einiger Zeit bin ich auf ein Zitat von Woody Allen gestoßen. Und er hat dort in einem Interview gesagt, das Leben ist voller Schmerz, Einsamkeit und Leiden und ziemlich schnell vorbei. Ja, eine ziemlich ernüchternde Perspektive, oder? Aber irgendwie stimmt sie auch. Unser Leben, dieses kurze Dasein auf dieser Erde, ist geprägt von Leid in verschiedensten Formen. Wir leiden Schmerzen auf emotionaler, auf psychischer und auch auf körperlicher Ebene. Und wir müssen auch erleben, wie die Realität der gefallenen Schöpfung in Form von Krankheit, in Form von Epidemien, von Pandemien unser Leben einschränkt und teilweise sogar lahmlegt. Ja, wir kommen nicht drum herum, uns einzugestehen, dass dieses Leben, so schön es auch manchmal ist, sehr häufig eine aufreibende Realität für uns darstellt, die in uns immer wieder diese Sehnsucht nach Veränderung, nach Erneuerung und Erlösung weckt. Ja, wir sehen uns in solchen Momenten immer danach, dass doch irgendwann irgendwie alles wieder gut wird. Und wenn wir uns den ersten Vers unseres Textes einmal ansehen, merken wir, dass sich Johannes in einer äußerst schwierigen Situation befand. Der Apostel Johannes. Er muss zu diesem Zeitpunkt schon über 90 Jahre alt gewesen sein und befand sich unfreiwillig auf der Insel Patmos, circa 100 Kilometer von Ephesus entfernt. Und wahrscheinlich war er im Zuge der Verfolgung unter Kaiser Domitian dorthin verbannt worden. Und er berichtet davon in Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitteilhaber an der Bedrängnis und am Königtum und am Ausharren in Jesus, war auf der Insel, die Patmos genannt wird. Um des Wortes Gottes willen. Johannes wurde im Zuge einer schweren Christenverfolgung durch den Kaiser auf die Insel verbannt. Patmos war eine von mehreren Inseln, auf die Feinde des Kaisers, potenzielle Rebellen oder Aufständische versetzt worden. Und dort mussten sie furchtbare Zwangsarbeit leisten. Also Johannes schreibt hier über seine Situation. Er schaut dem sicheren Tod schon ins Auge, getrennt von seinen Glaubensgeschwistern. Und er ist sich bewusst, dass er durch diese Leiden gehen muss wegen seines Glaubens an Jesus. Hier ist dieser alte Mann, der sein Leben lang Jesus nachgefolgt ist. Er stand dort am Kreuz, als viele seiner Freunde weggelaufen sind. Er ist durch furchtbare Strapazen wegen des Evangeliums gegangen und jetzt muss er allein auf dieser Insel sein, unter größten Widrigkeiten seinen Lebensabend verbringen und sehr wahrscheinlich in völliger Einsamkeit sterben. Und das muss eine extreme Herausforderung für ihn gewesen sein. Und Johannes war da nicht der Einzige. Ja, im Buch der Offenbarung treffen wir auf mindestens drei Stellen, an denen uns die Tatsache vor Augen gemalt wird, dass Christen wegen ihres Glaubens an Jesus, wegen ihrer Loyalität dem Evangelium gegenüber, gelitten haben und leiden mussten. Ja, die Christen am Ende des ersten Jahrhunderts wurden ausgegrenzt und verfolgt. Sie wurden diskriminiert, enteignet, hingerichtet und das nur, weil sie an Jesus glaubten. Und für die verfolgten Geschwister von damals muss es manchmal so ausgesehen haben, als läge ihr gesamtes Schicksal in der Hand von römischen Machthabern. Allzu oft muss es für sie so angefühlt haben,
als hätten ihre Feinde die absolute Kontrolle. Es muss immer wieder Momente gegeben haben, in denen sie sich verloren, ausgeliefert und vielleicht sogar von Gott verlassen gefühlt haben. Und so muss es unseren Geschwistern ergehen, die jetzt auch gerade um ihr Leben fürchten, nur weil sie sich treu zu Jesus bekennen. Aber ich glaube, abgesehen von den konkreten Leiden wegen unseres Glaubens, können wir auch auf unser ganz normales Leben zu sprechen kommen. Und auch da merken wir, dass wir als Christen nicht vor Leiden bewahrt sind. Ausgrenzung, finanzielle Not, Arbeitslosigkeit, Verletzung und Ablehnung durch unsere Mitmenschen, das sind Teil unseres Lebens. Und wir müssen auch Krankheit ertragen. Wir müssen miterleben, wie Krankheit einen Menschen, der uns am Herzen liegt, immer mehr aufreibt. Und zuletzt werden wir auch früher oder später mit der harten und stumpfen Realität des Todes konfrontiert. Ja, die Tatsache unserer Endlichkeit wird ja gerade in diesen Tagen auch in Deutschland vielen Menschen sehr bewusst, auch wenn viele versuchen, diesen Gedanken irgendwie zu verdrängen. Ja, und so können sich das Leid und die Wirklichkeit der gefallenen Schöpfung auch in unserem Leben wie eine bedrohliche Flutwelle auftürmen, der wir uns hoffnungslos ausgeliefert fühlen. Immer mehr bekommen wir das Gefühl, dass eine Krankheit, dass Arbeitslosigkeit, dass Depressionen, dass Ängste, Zwänge längst die Kontrolle über unserem Leben haben. Immer mehr habe ich vielleicht den Eindruck, dass ich fest in den Händen eines furchtbaren Schicksals bin. Ja, der Schmerz, die Fragen und die Ängste in meinem Herzen sind vielleicht sogar schon lange präsenter oder realer für mich als die Gegenwart meines Gottes in meinem Leben. Und weil wir alle früher oder später in solche Situationen kommen, brauchen wir die Perspektive, die uns Christus in diesem Text gibt. Er spricht damit in deine und meine Herausforderungen hinein. Und was mich an unserem Gott so begeistert ist, dass er die harte Realität unseres Lebens nicht wegredet oder klein spricht. Er war ja selbst hier unter uns und erlebte Leid im höchsten Maß, Armut, Ablehnung, Hass, Verrat, Verleugnung, Gewalt und sogar den Tod. Ja, Gott nimmt unser Leid extrem ernst. Und er hat sich in Christus nicht nur aufs Äußerste mit seiner Schöpfung identifiziert, er hat unser größtes Leiden, unsere Sünde nämlich, auf sich genommen, die ja der Ursprung allen Leids ist. Nein, Gott fordert uns nicht auf, unser Leid kleinzureden. Er lädt uns ein, dieser aufreibenden Realität unseres Lebens eine andere Realität gegenüberzustellen. Nämlich der Realität, dass er auferstanden ist, lebt und regiert. Er lädt dich ein, mit all dem, was dich belastet, was dir Angst und Sorge bereitet, zu ihm zu kommen und dieser Angst die Realität gegenüberzustellen, dass er auferstanden ist, lebt und regiert. Und dazu lässt Jesus Johannes und auch uns etwas sehen. Und zwar seine große Herrlichkeit als König und Hirte seines Volkes. Eine Herrlichkeit, die uns Mut macht. Und das ist mein zweiter Punkt. Ermutigende Herrlichkeit. Viele von euch haben am vergangenen Freitag vielleicht das Statement unseres Ministerpräsidenten Armin Laschet mitbekommen. Und er hat seine Rede sehr interessant begonnen. Und ich fand, dass dieser Anfang seiner Rede gezeigt hat, in was für einer Situation wir uns gerade befinden. Wie wir als Menschen an unsere Grenzen kommen. Er hat gesagt, wir haben es hier mit einem unsichtbaren Gegner zu tun, dessen Bekämpfung unser Land an den Rand seiner Kräfte führen wird. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass Menschen im Moment mit ihren Möglichkeiten, ihrer Weisheit, ihrer Kraft an ihre Grenzen kommen. Ja, eine Gesellschaft, unsere Gesellschaft des Westens, die so sicher und für alles vorbereitet schien, wird wirklich aufgewühlt und man bemerkt, dass unser Leben ziemlich fragil ist. Ja, es begegnen uns Menschen in den Supermärkten oder unterwegs mit Panik, mit Angst, mit Fragen. Manchmal scheint es fast eine unkontrollierbare Situation zu sein. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe, wie gehen wir als Christen mit dieser Situation um? Ja, reagieren wir panisch und egoistisch? Oder mit Hoffnung und Nächstenliebe? Lassen wir uns in diesen Tagen von Angst oder aber von unserem Glauben leiten? Von unserer Hoffnung, die wir in Christus haben? Wisst ihr, lange Zeit
Lange Zeit haben sich Historiker mit der Frage beschäftigt, wie sich der christliche Glaube in den ersten Jahrhunderten so rapide ausbreiten konnte. Denn von den Voraussetzungen der frühen Kirche aus betrachtet, hatte der christliche Glaube eigentlich keine Chance. Es war rein äußerlich betrachtet eine kleine, schwache Truppe, die keine große Perspektive hatte. Sie wurden systematisch verfolgt und der Großteil dieses neuen Glaubens bestand aus armen, unbedeutenden Menschen. Und trotzdem traten sie voller Hoffnung und Überzeugung auf. Sie bezeugten mutig ihren Glauben durch Worte und durch Taten. Ja, sie gaben das Evangelium weiter dort, wo sie konnten. Und sie lebten eine Nächstenliebe vor, die der damaligen Kultur total fremd war. Ja, gerade in den Zeiten, in denen das Römische Reich durch furchtbare Epidemien heimgesucht wurde, übernahmen Christen soziale Verantwortung und sorgten für ihre Mitmenschen. Und das war ein Faktor, der die Ausbreitung des christlichen Glaubens vorantrieb. Aber was machte die Christen so mutig, so hoffnungsvoll, trotz der herausfordernden Situation? Der Kirchenhistoriker Jürgen Spies hat dazu geschrieben, dass es letztendlich nur eine sinnvolle Erklärung dafür gibt. Es musste etwas unglaublich Großes passiert sein, das für die ersten Christen alles verändert hat. Es musste etwas passiert sein, das sie mutig machte, das ihnen Hoffnung gab. Und das kann nichts anderes gewesen sein als die leibhaftige Auferstehung ihres Herrn. Diese Realität, dass Jesus wirklich lebt, dass er leibhaftig auferstanden ist, hat sie durchgetragen und hat sie angetrieben. Und diese Realität begegnet uns auch in unserer Vision hier von Johannes. Es ist eine Vision, die uns zeigt, wie die Dinge wirklich sind, aus Gottes Perspektive, auch wenn sie für das natürliche Auge ganz anders erscheinen. Johannes hört ganz plötzlich eine Stimme, die ihn anspricht. Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den 7 Gemeinden. Also das, was Johannes gleich sieht, sollen auch alle anderen Christen mitbekommen, weil es eine große Relevanz hat. Johannes dreht sich um und er sieht etwas, was er irgendwie versucht festzuhalten. Er sieht dort 7 Leuchter, die für die Gemeinden stehen. Und inmitten dieser Leuchter sieht er Christus stehen. Christus ist mit einem königlich-priesterlichen Gewand bekleidet. Seine Haare sind weiß wie Wolle, was Gott selbst beschreibt. Er steht zum einen für seine unendliche Weisheit und für seine ewige Göttlichkeit. Seine Augen sind wie Feuerflammen. Das steht für seine Heiligkeit und seine Allwissenheit. Seine Füße sind wie glühendes Erz und seine Stimme ist wie tosendes Wasser. Ja, unendliche Stärke und Autorität. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Ja, er tut, was er will und nichts und niemand kann sich ihm widersetzen. Und zuletzt leuchtet sein Angesicht wie die Sonne, was für seine unbeschreibliche, unfassbare Majestät steht. Ja, was Johannes hier sieht, ist die Herrlichkeit des auferstandenen Jesus, der vom Vater über alle Maßen erhöht wurde, nachdem er gestorben und auferstanden ist. Es ist ein furchterregendes Bild und ein gewaltiges Bild, das Johannes regelrecht in die Knie zwingt. Er fällt wie tot zu den Füßen Jesu. Er kann diesen Anblick gar nicht lange ertragen. Er sieht Jesus in seiner unverhüllten Herrlichkeit, in verzehrender Heiligkeit, in unbegrenzter Schönheit und Macht und Stärke. Und er fällt hin. Er kann es nicht ertragen. Aber ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, warum will Jesus, dass sein Jünger dieses Bild sieht? Warum müssen wir, du und ich, warum müssen wir dieses Bild sehen, dieses furchterregende Bild? Johannes sieht Jesus über allem erhöht. Hier hängt Jesus nicht mehr voller Schwachheit an einem römischen Kreuz, sondern er regiert souverän und allmächtig von dem Thron aus, der über allen Dingen steht. Er ist nicht mehr umgeben von einer Menschenmenge, die ihn beschimpft und seinen Tod fordert, sondern von Tausenden von Engeln, die ununterbrochen rufen, Ehre und Lobpreis und Macht und Herrlichkeit sei dem Lamm auf dem Thron. Er lebt und regiert als König über alle Dinge, jetzt und in alle Ewigkeit. Ja, der Vater hat seine Feinde zu seinen Füßen gelegt. Er hat alle Macht in seine Hände gegeben und ihm einen Namen über alle Namen verliehen. Das ist die alles entscheidende Realität, die Johannes sehen musste in seiner Situation.
Das ist die alles entscheidende Realität, die wir immer wieder sehen müssen. Unser auferstandener König Jesus lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Wirklichkeit, Geschwister. Und zwar mehr als die Dinge, die wir mit unserem natürlichen Auge um uns herum wahrnehmen. Und so gewaltig und furchterregend dieses Bild für Johannes auch im ersten Moment war, die Herrlichkeit des Auferstandenen, wie wir sie hier sehen, ist eine riesige Ermutigung für ihn und auch für uns. Denn wenn wir einmal genauer hinsehen, merken wir, dass Christus nicht nur lebt und regiert, er lebt und regiert in Beziehung zu uns. Ja, Christus mit all seiner Macht und Stärke ist bei seiner Kirche. Er lebt und steht inmitten der sieben Leuchter, die ein Bild für seine Gemeinde sind. Er steht nicht einfach neben uns, sondern er ist durch seinen Geist mitten unter uns. Er weicht nicht von unserer Seite. Christus ist dieser göttliche Priester, der vollkommen und betend für seine Kirche eintritt. Er weiß um unsere Ängste und verwendet sich Tag und Nacht für dich und mich. Und Christus ist auch der allmächtige Krieger, der für seine Kirche kämpft und sie verteidigt. Er beschützt seine Gemeinde durch sein mächtiges Wort. Und nichts und niemand kann sie aus seiner Hand reißen. Aus der Hand dessen, der die Engelsheere in seiner rechten Hand hält. Geschwister, Christus lebt nicht nur. Er lebt in dir und er lebt für dich. Jetzt und in alle Ewigkeit. Er erhält und trägt uns mit seiner Gegenwart. Er führt und leitet uns durch seinen Geist. Er schützt und verteidigt uns durch sein Wort. Er, der das ganze Universum in seinen Händen hält, erhält unsere Herzen in seiner Hand und unser Leben. Ja, das ist die Realität, die wir im Glauben ergreifen sollen. Gerade wenn wir uns vollkommen ausgeliefert und verloren vorkommen. Wenn wir uns in einer aussichtslosen Situation befinden und das Gefühl haben, unser Leben zerbricht gerade. Wenn es sich so anfühlt, als sei unser Leben nur noch eine Aneinanderreihung von Schmerzen, Enttäuschungen, Verlust und Zerbruch. Unsere Existenz werde durch Krankheit oder finanzielle Not bestimmt. Ja, wenn unser Herz von Ängsten und Fragen in Bezug auf die Zukunft gepackt ist, weil um uns herum irgendwie nur noch Angst und Panik ausbrechen. Ja, gerade dann will Jesus, dass wir uns das hier vor Augen halten, nämlich, dass er lebt und regiert, dass er unser König, Priester und Hirte ist. Ja, dass Jesus auferstanden ist und lebt, gibt mir nicht nur Hoffnung für meine Zukunft, sondern auch für den Umgang mit den Herausforderungen meiner Gegenwart. Noch einmal, dass Jesus auferstanden ist und lebt, gibt mir nicht nur Hoffnung für meine Zukunft, sondern auch für den Umgang mit den Herausforderungen meiner Gegenwart. Ja, die Tatsache, dass er für dich lebt und regiert, darf und soll dein Leben, dein Denken und auch deine Gefühle bestimmen. Deshalb will Jesus, dass du dieses Bild siehst. Dieses Bild von ihm. Aber dann lässt Jesus seinen Jüngern nicht nur etwas sehen, sondern auch etwas unglaublich Tröstliches hören. Und es ist eine der bewegendsten Szenen der Bibel. Schaut mal, was in Vers 17 passiert. Jesus legt seine rechte Hand auf Johannes und spricht ihn an: Fürchte dich nicht. Ja, was für ein Moment. Die Hand, die das Universum festhält, berührt den Jünger, der durch schwere Situationen gerade geht und sagt: Fürchte dich nicht. Ja, hier sehen wir, wie unser mächtiger, herrlicher König voller Liebe für seine Jünger ist, für seine Gemeinde. Er ist in gewisser Weise furchterregend, aber seine Jünger brauchen keine Angst vor ihm haben, weil er für sie ist. Er ist allmächtiger Herrscher, aber auch liebevoller Freund. Und dann gibt Jesus Johannes eine gewaltige Botschaft mit in den Versen 17 bis 19. Dort sagt er: Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Ja, was sagt Jesus hier über sich? Was ist seine Botschaft an uns? Er sagt: Ich bin das A und das O.
der Anfang und das Ende. Er ist es, der ewig lebt und die Kontrolle über den Gesamtverlauf der Geschichte hat, von ihrem Anfang bis zu ihrem Ende. Ja, er bezeichnet sich als den Lebendigen. Er lebt ewig und hört niemals auf. Er regiert über Schöpfung und Geschichte. Er beginnt und beendet alles. Er ist vor und nach allem. Alles ist unter seiner souveränen Herrschaft. Er hat die Kontrolle über die Gegenwart und die Zukunft der Welt und auch deines Lebens. Er bestimmt, was ist und was sein wird. Und er hat die Macht über Leben und Tod, denn er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Ja, also Jesus macht Johannes nicht nur klar, dass er der König und Priester seines Volkes ist, sondern auch, dass er der souveräne Herrscher über Schöpfung, Zeit und Geschichte ist. Über Leben und Tod. Er regiert wirklich über allen Dingen und führt die Welt zu dem von ihm bestimmten Ziel. Seine Auferstehung war deshalb nicht das Ende. Sie war der Anfang von Gottes Erlösung und Wiederherstellung seiner gesamten Schöpfung. Dieser Wiederherstellung, nach der wir uns gerade in solchen Tagen auch sehnen. Dieser Wiederherstellung, nach der du dich vielleicht auch ganz persönlich sehen, weil du gerade durch ein schweres Leid gehst. Und mir ist bewusst, dass gerade jetzt auch Geschwister aus unserer Gemeinde durch persönliches Leid gehen. Das ist die Sehnsucht, die wir haben und die Gewissheit. Eines Tages wird Gott alle Dinge wiederherstellen und neu machen. Und es ist unser auferstandener König, der durch seinen Geist den Plan des Vaters bis zum Ende ausführt. Eines Tages wird Christus alle Dinge neu machen und dann wird er aussprechen, Amen. Und es wird alles wieder gut sein. Ja, was für eine große Macht hat unser König. Er lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er ist die eine, alles bestimmende Realität des gesamten Universums. Er ist das Alpha und das Omega. Und das hat so große Relevanz für dein Leben, oder? Für mein Leben. Wenn ich Gottes Kind bin, darf ich mir von ganzem Herzen sicher sein, nicht irgendeine Krankheit, nicht irgendwelche Menschen, nicht irgendwelche Umstände und auch nicht der Tod hat das letzte Wort über mein Leben und über mich. Das letzte Wort hat Jesus, der für mich gestorben und auferstanden ist, der seine rechte Hand auf mich legt und sagt, fürchte dich nicht. Ich bin das A und das O. Ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich habe die Geschichte und auch die Schlüssel des Todes in meiner Hand. Das ist die Zusage, die er dir ganz persönlich gibt. Ja, es ist doch so, in unserem Dasein, in unserem Leben als Menschen fürchten wir bewusst oder unbewusst drei Dinge. Die Zeit, den Lauf unseres Lebens und den Tod. Alles Dinge, die wir nicht in der Hand haben. Wir fürchten die Zeit, weil sie uns unbarmherzig zwischen den Fingern zerrinnt. Wir fürchten das Leben, weil wir nicht wissen, was der nächste Tag bringt. Und wir fürchten den Tod, weil er uns übermächtig scheint und so letztendlich. Aber hier tritt uns der auferstandene Jesus gegenüber und sagt uns, fürchte nicht die Zeit. Ich bin der Erste und der Letzte. Fürchte nicht das Leben. Ich lebe für immer. Fürchte nicht den Tod. Ich habe die Schlüssel des Todes in meiner Hand. Und wisst ihr, es ist nicht irgendeiner, der hier redet. Es ist der Sohn Gottes, der aus seiner Ewigkeit in die Zeit kam, der in seinem Leben durch furchtbare Leiden ging für dich und mich. Der für uns in den Tod ging und den Tod schmeckte. Er ist das Lamm Gottes, das für deine und meine Sünde geopfert wurde, das für dich am Kreuz verblutet ist. Der König, der hier spricht, ist der Hirte, der für seine Schafe sein Leben ließ. Er war tot und jetzt lebt er. Es ist dieser König, der hier zu dir und mir spricht, fürchte dich nicht. Ich bin dein König und mein Herz schlägt für dich. Ich habe alle Macht in meinen Händen. Und führe alles zum Besten meines Volkes. Vertraue mir. Vertraue mir. Ja, das ist die Realität, die dein und mein Leben bestimmen darf. Das ist die Realität, die über unserem Leben, über der Situation unseres Landes, unserer Welt steht. Nämlich der auferstandene Christus als König über Zeit, Leben und Tod. Wenn Christus nicht lebt, dann will ich auch keine Stunde länger leben. Aber wenn er lebt, dann habe ich Grund zu glauben, zu hoffen und alle Angst hinter mir zu lassen. Das waren die Worte von Martin Luther.
Und ich denke, dass dieser Satz große Relevanz für uns hat, gerade in diesen Tagen. Dass Jesus lebt, ist die eine alles entscheidende Wahrheit. Es ist die Wahrheit, die uns nicht nur Hoffnung für die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart gibt. Ich habe es vorher schon gesagt, wir leben gerade wirklich in einer herausfordernden Zeit. Für uns persönlich, für unsere Familien, für unsere Gemeinde, für unser Land und auch für unsere gesamte Welt. Und wir werden vielleicht stärker als zuvor mit der Zerbrechlichkeit unserer vermeintlichen Sicherheit und der Vergänglichkeit unseres Lebens konfrontiert. Mit der Tatsache, dass wir nicht immer alles unter Kontrolle haben. Und als Christen sind wir jetzt herausgefordert. Und wir stehen vor der Frage, von welcher Realität lasse ich in diesen Tagen mein Handeln, mein Fühlen und mein Denken bestimmen? Ja, wir sind herausgefordert als Christen. Wir müssen uns jetzt ganz bewusst entscheiden, auf der Grundlage unseres Glaubens an unseren König zu leben und nicht auf der Grundlage von Panik und Angst. Und dazu müssen wir, und dazu sind wir herausgefordert, zu beten. Wir sind herausgefordert, noch mehr füreinander zu beten und für uns selbst, für unsere manchmal auch ängstlichen, panischen Herzen. Wir werden aber auch herausgefordert, unserer Verantwortung nachzukommen und für unser Land zu beten, für die Regierung, die Experten, die Ärzte, die Mitarbeiter in den Krankenhäusern, im Bewusstsein, dass unser König regiert und den Virus zu jeder Zeit stoppen kann. Ja, wir sollten die Situation nutzen, und ich denke, das ist auch eine schmerzhafte Erfahrung, aber wir sollten die Situation nutzen, um darüber nachzudenken, dass dieses Leben vergänglich ist. Und vieles, was uns so wichtig ist, eben auch vergänglich ist. Und wir sollten vielleicht neu darüber nachdenken, welche Dinge wirklich Ewigkeitswert haben. Welche Dinge, bei welchen Dingen es sich wirklich lohnt zu investieren. Und zuletzt sollten wir uns bewusst machen, dass dies eine Zeit ist, in der wir als Kinder Gottes Licht und Zeugnis für unsere Mitmenschen sein können. Es gibt keine bessere Zeit, Christ zu sein, als diese. Ja, durch unsere Nächstenliebe und unser verantwortungsbewusstes Handeln können wir Licht sein und Zeugnis. Es ist eine Zeit, in der Menschen auch wieder neu nach Gott fragen werden. Darauf hoffen wir und dafür beten wir, dass Menschen auf diesen großen König, auf unseren König, Jesus, den König über Leben und Tod, aufmerksam werden. Lasst uns auch dafür beten. Brüder und Schwestern, nehmt dieses Bild, das Johannes damals auf Patmos sehen durfte, nehmt es mit in euren Alltag. Dieses Bild des auferstandenen Christus, der für uns lebt und auch in diesem Moment souverän regiert. Diese Wahrheit lässt uns anders leben. Sie gibt uns Mut, sie lässt uns hoffnungsvoll leben, auch in diesen Tagen. Und sie lässt uns anders mit Herausforderungen umgehen. Denn wir haben eine Hoffnung, und das ist das Wunderbare, wir haben eine Hoffnung, die weit über dieses Leben hinausgeht. Gott segne euch. Amen.